Deutschland auf einen Blick. Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Herzen Europas und ist ein weltoffenes, demokratisches Land mit großer Tradition und lebendiger Gegenwart. Was ihr schon immer mal über Deutschland wissen wollt, hier findet ihr kurz und knapp die wichtigsten Zahlen und Fakten über Größe, Bevölkerung, Landschaft, Gewässer, Klima, Natur, Wirtschaft, deutsche Städte, politisches System, Staatssymbole, die Hauptstadt Berlin, Kultur. Seid ihr bereit? Dann los geht's! Die Bundesrepublik Deutschland liegt in der Mitte Europas. Das Staatsgebiet ist 357.582 Quadratkilometer groß. Die Grenzen Deutschlands haben eine Länge von insgesamt 3.758 Kilometer. Laut Statistik am Ende 2019 zählt Deutschland 81.453.631 Menschen. Die Amtssprache ist Deutsch. Deutschland grenzt an 9 Staaten. Im Norden an Dänemark, im Westen an die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich, im Süden an die Schweiz und Österreich, im Osten an die Tschechische Republik und Polen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderativer Staat und besteht aus 16 Bundesländern. Sie haben ihre eigene Verfassung, ihr eigenes Parlament, ihre eigene Regierung und ihre eigene Landeshauptstadt. Die Hauptstadt von ganz Deutschland ist Berlin. Berlin ist auch die größte Stadt der Bundesrepublik Deutschland. Hier wohnen etwa 3,6 Millionen Menschen. Das sind die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Bayern. Berlin, Bremen und Hamburg sind Stadtstaaten. Die größten Bundesländer sind Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Das kleinste Bundesland ist Bremen. Landschaft. Die deutschen Landschaften sind vielfältig und reizvoll. Von Norden nach Süden unterteilt sich Deutschland in 6 naturräumliche Großregionen. Nord- und Ostsee, norddeutsches Tiefland, Mittelgebirgsschwelle, südwestdeutsches Stufenland, Alpenvorland, Alpen. Im Süden grenzt es an die Alpen. Hier liegt der höchste Berg des Landes, die Zugspitze mit einer Höhe von 2962 Metern. Der tiefste Punkt an Land liegt mit 3,54 Metern unter Normalhöhen Null bei dem Ort Neuendorf-Sachsenbande im Bundesland Schleswig-Holstein. Im Norden hat Deutschland Zugang zur Ostsee und zur Nordsee. Die Küste ist von rund 1100 Kilometer lang. Die wichtigsten Inseln sind in der Nordsee Borkum, Sylt, Föhr und Helgoland. An der Ostsee ist die wichtigste Insel Rügen. Gewässer. Seen, Flüsse und andere Gewässer machen mehr als 2% seiner Fläche aus. Der längste Fluss Deutschlands ist der Rhein. Seine beachtliche Länge insgesamt 1233 Kilometer, davon 865 Kilometer auf deutschem Boden. Die größten Flüsse sind auch die Spree, die Weser, die Donau, die Elbe und die Oder. Der größte und der tiefste See Deutschlands ist der Bodensee. Seine Fläche ist 571 Quadratkilometer und die Tiefe 254 Meter. Der Bodensee gehört aber auch zu Österreich und der Schweiz. Der größte ganz in Deutschland liegende See ist die Müritz.
Sie gehört zur Mecklenburgischen Seenplatte. Der Chiemsee ist nach diesen beiden der drittgrößte See Deutschlands. Er liegt im Alpenvorland. Klima. Deutschland liegt in der gemäßigten Klimazone. Der Unterschied zwischen Norden und Süden wird durch die Höhenlage der südlichen Landesteile abgeschwächt. Niederschläge fallen zu allen Jahreszeiten. Es ist sehr selten, dass die Temperatur sich sehr stark und schnell verändert. Der Winter ist meist mild und der Sommer nicht sehr heiß. Im Gebirge ist es eher kühler, an der See windiger als im Landesinneren. Im Juli liegt das mittlere Temperaturmaximum bei 21,8 Grad Celsius, das Minimum bei 12,3 Grad. Im Januar liegt das mittlere Maximum bei 2,1 Grad, das Minimum bei minus 2,8 Grad. Natur. In Deutschland sind rund 114.000 Quadratkilometer des Landes von Wald bedeckt. Das entspricht etwa 32% der Landfläche und über 90 Milliarden Bäumen. Rund zwei Drittel aller bekannten Pflanzen-, Tier- und Pilzarten, also knapp 1,1 Milliarden Arten, leben im Wald. Bayern ist mit 2,6 Millionen Hektar Waldfläche der Waldmeister. Die Bewahrung der Natur ist in Deutschland öffentliche Aufgabe und in Art. Dem Naturschutz dienen 16 Nationalparks, 19 Biosphärenreservate, 105 Naturparks sowie tausende von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und Naturdenkmälern. Die bekanntesten deutschen Waldnationalparks sind Nationalpark Bayerischer Wald, Nationalpark Harz, Nationalpark Schwarzwald. Wirtschaft. Deutschland gehört zu den führenden Industrienationen der Erde mit einem entsprechend hohen Lebensstandard. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft der Europäischen Union und nach den USA, China und Japan die viertgrößte der Welt. Ihre Wettbewerbsfähigkeit und globale Vernetzung verdankt die deutsche Wirtschaft einer starken Innovationskraft und hoher Exportorientierung. Die wichtigsten Importgüter sind Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse, Kraftwagen und Kraftwagenteile, chemische Erzeugnisse, Maschinen sowie Erdöl und Erdgas. Das sind die größten Unternehmen in Deutschland in verschiedenen Branchen. Volkswagen AG, Daimler AG und BMW AG sind einer der wichtigsten Automobilunternehmen der Welt. Die Schwarz-Gruppe ist der größte Handelskonzern Europas. Die BASF SE ist ein weltweit größter Chemiekonzern. Die Siemens AG zählt weltweit zu den wichtigsten und größten Unternehmen der Elektrotechnik und Elektronik. Die Deutsche Post AG ist ein deutsches Logistik- und Postunternehmen. Die RWE AG ist ein Energieversorgungskonzern. Deutschland gilt als sehr hochentwickeltes Land, dessen Lebensstandard laut Index der menschlichen Entwicklung 2017 auf dem 5. Platz von 188 untersuchten Ländern liegt. Deutsche Städte. In Deutschland gibt es 4 Millionen Städte, das sind Berlin, hier leben 3,6 Millionen Einwohner, Hamburg, 1,9 Millionen Einwohner, München, 1,5 Millionen Einwohner, Köln, 1,1 Millionen Einwohner. Andere große Städte sind Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund und viele andere. In Deutschland gibt es viele wichtige Städte nach wirtschaftlichen, historischen, kulturellen oder anderen Gründen.
Das ist die Liste der wichtigsten Städte Deutschlands. Bundeshauptstadt Berlin ist eines der kulturellen Zentren Deutschlands. Berlin ist ein wichtiges Handels- und Wirtschaftszentrum. Hamburg ist die größte Hafenstadt Deutschlands und Handelszentrum. Die bayerische Landeshauptstadt München ist einzig Sport- und Olympiastadt. Die Bankenstadt Frankfurt am Main. Hier hat außerdem die Europäische Zentralbank ihren Sitz. Köln ist ein der größten Kirchen- und Religionszentren in Deutschland, Europa und der Welt. Hier befindet sich der größte Dom Deutschlands. Weimar ist Goethes und Schillers Stadt. Bonn gilt immer noch als ein wichtiger Wirtschaftsstandort, ist aber vor allem als zweite Hauptstadt bekannt. Dresden ist Barockstadt mit Frauenkirche und Semperoper. Hannover, hier befindet sich das größte Messegelände der Welt. Die antike Moselstadt Trier und die zweitälteste von den Römern gegründete Stadt. Düsseldorf ist die Modestadt. Politisches System. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer, föderaler Sozialstaat. Also, Deutschland ist eine parlamentarische Demokratie. Das bedeutet, dass das Volk die Regierung wählt. Die Bundesregierung besteht aus dem Kanzler und den Ministern. Der Bundestag ist das wichtigste deutsche Parlament. Dort sitzen zurzeit 709 Abgeordnete aus dem ganzen Land. Die Aufgaben des Bundestages sind, den Bundeskanzler wählen, Gesetze machen und die Regierung kontrollieren. Der Bundestag wird alle 4 Jahre vom Volk gewählt. Der Bundeskanzler ist der Regierungschef der BRD. Er bestimmt die Richtlinien der Innen- und Außenpolitik. Der Bundeskanzler wird alle 4 Jahre vom Volk gewählt. Das Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident. Er hat nur repräsentative Funktion und wird für 5 Jahre gewählt. Stand 2019 sind Angela Merkel Bundeskanzlerin seit dem Jahre 2005 und Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident Deutschlands seit dem Jahre 2017. Staatssymbole. Zu den wichtigsten Staatssymbolen der Bundesrepublik Deutschland gehören die Bundesflagge, das Bundeswappen und die Nationalhymne. Bundesflagge. Das Grundgesetz legt die Farben Schwarz-Rot-Gold für die Bundesflagge fest. Diese Farbgebung knüpft an eine lange Tradition an. Sie ist Sinnbild für Einheit, Freiheit und Demokratie. Bundeswappen. Das Bundeswappen zeigt auf goldgelbem Grund einen schwarzen Adler, den Kopf nach rechts gewendet, die Flügel offen, aber mit geschlossenem Gefieder. Schnabel, Zunge und Fänge sind in roter Farbe gehalten. Der Adler symbolisiert die Macht. Nationalhymne. Die Nationalhymne ist eines der bekanntesten Staatssymbole. Den Text verfasste August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Die Melodie komponierte Joseph Haydn bereits im Januar 1797. Die deutsche Nationalhymne besteht ausschließlich nur aus der 3. Strophe des Das Lied der Deutschen von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Nationalfeiertag. Der 3. Oktober wurde als Tag der deutschen Einheit im Einigungsvertrag 1990 zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland bestimmt. Der Tag der deutschen Einheit ist im Übrigen der einzige gesetzliche Feiertag, der durch Bundesrecht festgelegt ist. Die Hauptstadt Berlin. Berlin ist die Hauptstadt und zugleich das Bundesland Deutschlands. Hier wohnen 3,6 Millionen Menschen, Stand von 2019. Die Fläche Berlins ist 892 Quadratkilometer.
Die Stadt liegt im Inneren des Landes Brandenburg und liegt etwa 70 Kilometer von der westlichen Grenze der Republik Polen entfernt. Berlin liegt am Zusammenfluss von Spree und Havel. So nennt man die Stadt Athen am Spree. Sie ist die größte Stadt Deutschlands im Vergleich zu anderen Großstädten. Während der deutschen Teilung war der Ostteil der Stadt Hauptstadt der DDR, während die Stadt Bonn in Nordrhein-Westfalen Hauptstadt der Bundesrepublik wurde. Berlin war durch eine Mauer seit 1961 geteilt. Mit der Wiedervereinigung 1990 wurde Berlin dann wieder die Hauptstadt des vereinten Deutschlands. Berlin gilt als Weltstadt. Sie ist ein kulturelles, wirtschaftliches und politisches Zentrum. Sie gilt weltweit als eine Stadt mit hoher Bedeutung. Viele Touristen besuchen Berlin. 12 Millionen Menschen kommen jedes Jahr in die Stadt. Sie fahren auf den Fernsehturm am Alexanderplatz, besuchen den Zoo, schauen sich den Reichstag und das Brandenburger Tor an. Weitere Anziehungspunkte sind das Schloss Charlottenburg, die Museumsinsel, der Berliner Dom. Berlin besitzt neben vielen Museen auch zahlreiche Theater. Kultur. Deutschland ist für seine kulturelle Tradition bekannt. Aus dem Land der Dichter und Denker kamen und kommen viele Maler, Musiker, Schriftsteller. Deutschlands Ruf als bedeutende Kulturnation gründet auf den großen Namen der Vergangenheit wie Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms in der Musik, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Heinrich Heine und Thomas Mann in der Literatur. Auch die künstlerischen Positionen der Moderne sind in allen Kunstgattungen namhaft besetzt. Es gibt rund 140 öffentlich getragenen Theater und 130 Berufsorchester, ca. 6.800 Museen mit international bedeutenden Sammlungen, 84 Opernhäuser. Literatur und Film sind Sparten, in denen deutsche Künstler jedes Jahr viel Kreatives schaffen. Auch die Wissenschaft und bedeutende Bildungs- und Forschungseinrichtungen sind in Deutschland fest verankert. Im Wintersemester 2018-2019 gab es insgesamt 426 Hochschulen in Deutschland. Deutschland ist Gründungsmitglied der Europäischen Union sowie deren bevölkerungsreichstes Land. Mit 18 anderen EU-Mitgliedstaaten bildet es eine Währungsunion, die Eurozone. Es ist Mitglied der Vereinten Nationen, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der NATO, der Gruppe der Sieben, der Gruppe der 20 und des Europarates. Die Bundesrepublik Deutschland gilt als einer der politisch einflussreichsten Staaten Europas, ist ein gesuchtes Partnerland auf globaler Ebene und hat immer wieder Geschehen faszinierender und spannender Dinge. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Heinrich Heine, einer der bedeutendsten deutschen Lyriker, Schriftsteller und Journalisten des 19. Jahrhunderts.